Willkommen hier auf der Winterberg in LR17. Ja, wir sind hier in der Karte hier. Ich muss mal schauen. Erstmal, dass ich Geschwindigkeit ein bisschen runterdrehe vom Gehen. Schauen wir erstmal hier in die Garage, was wir hier überhaupt an Schatzfahrzeuge haben. Wir haben hier einen New Holland 8340, dann haben wir einen Case 1455, dann haben wir einen New Holland 6, dann haben wir einen Stollfrontlader. Eine Schaufel dazu, dann haben wir einen New Holland Drescher TC 5.90 plus das passende Schneidwerk dazu. Dann haben wir hier einen Kipper von Farmtech, dann haben wir einen Horsch Grupper, einen Kuhn Pflug, dann haben wir hier eine Sämaschine mit Dünnefunktion und einen Dünnestreuer, ein Frontschneidwerk von Böttinger und ein Ladewagen von Böttinger und hier einen Pickup und einen Kercher haben wir gleich, das ist ja nicht schlecht, weil der kostet immerhin viel Geld, wenn man sich kauft, erstmal am Anfang. Dann haben wir hier ein Heulager und ein Bienenhaus haben wir. Bienenhaus haben wir eines Jahr haben wir da. So, da haben wir hier schon mal das alles hier. Dann haben wir hier eine Werkstatt, also um Fahrzeuge, glaube ich, zu verkaufen und zum. Also optimieren. Wir können ja hier mal jetzt hier den Case mal nehmen und fahren einmal hier rein und schauen wir, was wir machen können. Ich möchte versuchen, dass ich das nicht allzu lange mache, das Video. Sind wir hier in den Trigger drin? Also ich kann hier R drücken. Ich sehe hier irgendwo nicht. Da schauen wir mal hier R. Ich schalte mal kurz R5 ein, dass ich mal sehe, wo was ist. Also, da ist hier nirgendwo ein Trigger. Das ist irgendwie schon mal schlecht dafür. Das Auto hier. Der hat ja auch Kollision. Kann man hier auch einsteigen? Ich bin jetzt hier in dem Pickup drin. Okay. Hier ist der Join-Punkt, wie ihr gesehen habt. Weiß ich nicht dann, was hier das hier bringen soll. Die Markierung. Ah, es ist. Ah, hier an der Seite ist. Da an der Seite ist hier ein Trigger. Okay. Vielleicht ist es nur für Licht oder was? Müssen wir gleich mal feststellen. Machen wir F1 an. Ah, ich kann hier Licht ein- und ausschalten. Okay, da wissen wir schon mal das hier. Hier kann man nur Licht ein- und ausschalten. Der Trigger hat hier keine bestimmte Funktion, wie man jetzt denn sieht. Fahren wir jetzt noch mal kurz hier mit dem Traktor mal vor, weil da habe ich gesehen, wir haben da Schranken. Hier, was haben wir hier? Hier haben wir ein Lager oder irgendwas. Das werden wir ja auch gleich mal sehen, was das ist hier. Saatgut und Dünger. Ist das dort? Okay. Dann haben wir natürlich hier im Hof. Na, jetzt müssen wir schauen, dass wir loskommen. Hier drüben Saatgut, hier haben wir es dünner, wo wir direkt kaufen können. Da haben wir hier die Scheune, Hofabladestelle, dann haben wir hier die Schranken. Da bei den Ballen, ich glaube, das ist nur Attrappe, weil da habe ich keinen Drücker gesehen. Hier haben wir gesehen, dass die Pferde. Da haben wir hier die Kühe oder so das Ochsen. Ich werde jetzt nicht die ganze Karte drin so durchkramen, braucht ihr keine Angst haben, das Video, was ich wie lange dauert noch habe. Dann haben wir hier drüben die Kühe. Dann haben wir die Güllegrube, das alles da. Hier haben wir ein Heulager. Unterstände, was ich von alten Karten kenne. Hier haben wir die Schweine.
Und hier drüben, da links, da mal die Schafe. Die haben hier auf Böttinger stehen. Ein paar Unterstände. Dass wir das hier gesehen haben. Hallen da. Eins ist mir vorne irgendwo aufgefallen, da haben wir Hallen, das sieht so aus. Ah, hier, das war. Das sind alle Hallen. Das sind so Markierungen. Aber es ist kein Trick, da kann man so das Zeug, glaube ich, reinkippen. So, den Traktor lassen wir jetzt hier stehen. Jetzt gehen wir dann gleich mal in die Luft. Hier vorne haben wir ein Fahrsilo. Die Karte von oben her sehen, das ist ja eine kleine Karte, keine große Karte. Die Lok hier, wenn ich mir so anschaue, habe ich auch keinen Fehler entdeckt beim Laden, wie ihr sieht. Also ich habe hier kein Aero, nichts drin. Bastardlos. Ich habe auch da nur zwei Mods aktiviert. Muss ich auch noch dazu sagen. Dass ich hier mich schneller bewegen kann, natürlich. Das ist. Und sehen wir hier jetzt die Ortschaft hier. Sehr schön gemacht. Da steckt auch viel Arbeit drin. Eines hier aus der. Na, wie heißt die Karte nochmal? Die heißt nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. Also. Kaukasus. Und die. Kommt mir vor, sind da ein paar Gebäude drin und natürlich die Originale, die Goldcrest Valley natürlich, sind da Gebäude verbaut und der Björnholm. Hier haben wir hier das Sägewerk natürlich mit drin. Ich finde es immer auch schön, wenn man hier sieht, hier, dass einiges gemacht worden ist. Hier hinten haben wir die BGA und den Tierhandel. Man sieht hier, ist der Verkehr ist auch aktiv. Hier haben wir einen Verkauf hier drin. Hier haben wir noch so einen See. Hier ist der Hof auch. Das sind also eckige Felder, helferfreundlich, wie man sieht. Also ist viel bei den Feldern der Rand, also frei, dass der Drescher umdrehen kann. Hier haben wir die Molkerei. Da haben wir das Wasser. Also das Wasser, glaube ich, kostet was. Sehen wir hier, das ist der Winterberg. Da sind Sprungschanzen auch drin. Sehen wir hier die Runde gleich durch. Zwei Brücken hier drüber hintereinander. Hier eine Brücke. Da noch eine Brücke, Strand. Alles so her ist sehr schön gemacht, finde ich, wirklich. Schauen wir uns mal kurz jetzt noch an, was wir haben hier. Also hier sieht man hier, wie groß die Karte hier ist. Wir haben hier nur die Standardfrüchte. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder? Ja, 9 Stück, 9 Verkaufsstellen. Wir sehen, hier sind überall hier die Preise da. Auch jetzt hier Heizkraftwerk. Die Scheune ist hier auch angegeben, was jetzt die uns zahlt hier für Stroh, Heu, Gras natürlich. Und sonst sind das so her eigentlich hier die Originalnamen, wie man sieht, auch zum Teil drin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüße euch, euer Franz.